Tor ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Sucht die Lücke. Der sieht gut aus. Rashford versucht den Pass da durch die Gasse. Das erste Tor. Walcott. Rashford. Ein sehr guter Lauf. Er zieht in Richtung Tor. André Silva. Und ein Schuss. Der Ball ist im Netz. Mit dem Unentschieden können beide Teams zufrieden sein. Es ist ein packendes Spiel. Versucht da durchzustecken. Den hat er ganz genau geschnuppert. Jetzt ist was möglich. Ja, der war schon draußen. Phil Jones. Atalanta Bergamo nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Der Ball kommt. Gefährlich. Jetzt ist er drin. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Von wegen Heimvorteil. Am Ende. Tator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier. Rashford. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer. Vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Sehr guter. Weiter Ball da auf die Seite. Das ist nicht von dieser Welt. Und ein Schuss. Tor! 45 Minuten vorbei. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Gandreva. André Silva spielt den Ball nach rechts. Gandreva. Ab in Richtung Tor. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Sucht seinen Mitspieler. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Ah, diesmal war es abseits. Versuch, er trifft ihn. Der ist drin. Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Das Tor zählt also nicht. Genau richtig. Kein Tor. Die Fahne des Assistenten ging nach oben. Es war eine enge Entscheidung, aber ich denke, es war die richtige. Die Entscheidung fällt spät, ist aber korrekt. Raus auf die linke Bahn. Er zieht in Richtung Tor. Schießt ihn aufs Tor. Er sitzt. Das also wäre geschafft. Die Partie ist wieder völlig offen. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen, ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Sie haben den Gleichstand erzielt. Sind Sie jetzt damit zufrieden oder wollen Sie noch mehr? Carrizo. Atalanta Bergamo. Muss in den 16er kommen und zwar schnell. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich.
Augen auf und ab nach vorne. Gagliardini. Der letzte Angriff. Jetzt muss etwas passieren. Er zieht. Fantastisch von André Silva. Und damit dürften sie durch sein. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung. Sie hören es. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel war bis zum Ende spannend. Hervorzuheben war die Abwehr.